Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online und nicht so wie gerade in dem ersten Beispiel sagt der Ghost of Tsushima. Ach, ich hatte ein wenig meine Stimme so, wie ich mal bei Ghost of Tsushima manchmal gemacht habe. So, ja, Arigato. Ja, so ein bisschen japanisch Akzent irgendwie. Und dann bin ich irgendwie so, wie jetzt? Du bist doch gar nicht mehr Ghost of Tsushima. Ah, Freunde, da werde ich bald wieder aufnehmen. Hat er jede. Wieso komme ich denn da nicht? Wieso komme ich denn da nicht lang? Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Warte mal, dann nehmen wir doch. Dann nehmen wir hier hin. Das ist ja verwirrend. Was haben wir denn da für eine Aufgabe gerade gehabt? War da gerade eine Aufgabe? Nee. Ich bin ja völlig. Ich bin ja völlig verwirrt. Wo reite ich denn jetzt überhaupt lang? Komme ich hier irgendwie rüber? Ich springe jetzt hier einfach mal runter. Ja. Tat weh, ich weiß, aber ich muss ja erstmal gucken, wo ich hier lang komme. Das ist hier ein bisschen verwirrend hier, die ganze Schiete. Warte, ich bin ja schon wieder falsch. Der fährt aber auch. So. Warte mal, jetzt wollten wir. Wo wollten wir denn jetzt hin? Eigentlich wollte ich hier raus. Stimmt, ich wollte hier raus. Hier kommen wir raus, ne? So, ich brauche erstmal eine große Karte hier, damit ich überhaupt sehe, wo ich. Ist das jetzt günstig gewesen, hier reinzuspringen? Entschuldige mich deswegen. Was haben wir denn da? Sag jetzt nicht, das ist hier irgendwas zum Stehlen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wieso ist das hier zum Stehlen? So, gut, okay. Dann lass uns mal hier lang wetzeln und dann hier lang. Hier. Hier. Jo. Und dann dem Weg folgen. Runter. Warte mal, wir haben hier drüben noch was. Aber das ist da oben, wa? Ja, du brauchst ja nicht jammern da. Ich hab schon gesehen, dass du schon wieder Scheiße baust. Dieses Katzentier, ja. Dann mal zurück auf den Weg. Boah, bin ein bisschen müde. Hier liegt überall irgendwas. Junge, nee. Ja, ich bin ein wenig müde heute. Der Tag war sehr, sehr anstrengend. Musste was einrichten. Warte mal. Und. Oh nee, wir können ja trotzdem hier runter, mal. Und das hat einen ganz einen kompletten Arbeitstag gedauert. Aber es hat Laune gemacht. Und am Ende. Kam doch das raus, was das sein sollte. Problem war, dass wir von einer Maschine auf eine andere Maschine gebracht haben und naja, sind keine baugleichen Maschinen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen tricky, wenn du von einer Maschine auf die andere gehst und dann irgendwas bauen sollst da. Was soll ich dazu sagen? Oh, holy, wer seid ihr denn? Morgen. Ist da hinten eine Truhe? Sonst komme ich nämlich nicht. Sieht nicht so aus. Möglicherweise war dort was. Aber Higartok ein.
Wer seid ihr denn? Wer zum Schnullifurz seid ihr denn? Ich wollte einfach bloß mal gucken, wo muss ich denn jetzt lang? Hier in der Mitte ist der Big Boss. Dann gehen wir erstmal da lang, wa? Der hat so einen kleinen Igor gehabt. Ich hab seinen Bruder getötet. Oh nein. Och nö. Ist hier auch irgendwo eine Aufgabe? Nee. Ich mag diese Tyrande mit dem Stab nicht in der Hand. Finde ich so abartig, ja. Ach, das ist da oben irgendwo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen doch außen rum. Um da erstmal hochzugehen. Das ist ja ein bisschen ärgerlich jetzt, aber gut. Kann ich jetzt nicht ändern. Moin, ihr Schwachmaten. Gut, das sieht doch gut aus. Ihr seht aus, als ob ihr was vertragt. Wieso? Hast du was zum Trinken da oder was? Eine ganze Menge von den Viechern hier. Komm mal ran hier. Oh, den hat's gleich weg hier. Instant Kill. Aber Loot ist hier nicht so gut. Schaut, Eindringlinge. Yo. Ich will den da drüben. Der gehört mir. Den? Wir sind ja die. Wir sind eine Sie. Es geziemt sich nicht. Und schaut, Eindringlinge. Ich will den. Jetzt seid ihr alle tot. Truhe nehmen wir natürlich auch mit. Himmelsscherbe. Da sah ich nicht, nee. Oh ja, schon wieder bestimmt einen Haufen Fertigungspunkte. Katze, Kater, was machst du an meinem Stuhl? Ich sag euch, der manipuliert meinen Stuhl, damit ich hier runterfalle. Der trachtet nach meinem Leben. Legt eure Waffen nieder. Wir haben doch bis... Bitte was? Was? Bitte? Was sagst? Ich hab dich so schlecht, dieses Gluckern am Ende. Ich hab's nicht ganz verstanden. Oder wie meine Deutschlehrerin damals immer zu pflegen sagte. Ich hab's akustisch nicht ganz verstanden. Hm. Furchtbar. Im Laufschritt! Marsch! So, wir sind ja schon mal... Ihr seht aus, als ob ihr was vertragt. Tanzt der da? Die müssen tanzen auch gleich verhehen. Hä? Was sind denn das für welche?
Hallo, Freunde. Wieso tanzt ihr hier? Oder der Boss? Nee. Molag Bal wird mich belohnen, wenn ich euch seiner... Die Linie zur Unterhaltung, aber wie weit muss ich denn noch hoch? Steigen jetzt wieder gemacht. Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Warte mal, ich muss hier hoch, oder? Eine Frau könnte hier verdursten, bevor ihr jemand was zu trinken anbietet. Hä? Okay, ist leicht verwirrend. Wo muss ich hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Da lang? Legt eure Waffen nieder. Nee. Wir haben doch Besseres zu... Wir sehen ja, wo der Boss hier ist. Da hinten ist irgendwas, aber... Kommen wir hier zum Boss? Redet ihr zu eurem Boss, sag mal? Hallo? Kann mir mal jemand Auskunft geben? Du vielleicht? Nicht? Nee? Okay. Hier hinten sieht aber auch irgendwas aus, als wenn da hinten Treppen sind. Oh, ihr seht aus, als ob ihr was vertragt. Soll ich für euch meine Peitsche oder... Verdammt, das kann ja nicht lange genug hören hier. Ihr seht aus, als ob ihr was vertragt. Soll ich für euch mal... Die kommt nicht dazu, ihre Peitsche zu holen. Sag mir mal einer an, wie ich jetzt nach oben komme, verdammte Axt. Ist das ein Weg hier nach oben? Na, endlich! So. Wird ja mal Zeit. Moin! Molag Bal wird mich belohnen, wenn ich euch seine Armee... Meine Armee? Immer mit der Ruhe. Wir reden erstmal drüber. Wir reden. Wir reden erstmal drüber. Ja. Aber doch nicht in dem Ton. So, wo ist denn der Schwachmat jetzt hier? Ja, die Blitzdingsel kannst du auch sonst wo hinstecken. Fatzke. Hast du nicht kommen sehen, wa? Dreckschwein. So, Pech gehabt, Schlüpper. Halt. Hier ist der Thronsaal. Hallo, du kleines Drecksvieh. Hallo. Mein lieber Dedra-König. So, wir aktualisieren mal den da. Dass wir da jawohl. Zack, bam. Hey, kommt hier raus hier. Lass mich los. Hier ist noch eine Aufgabe, kick mal. Was? Hier ist noch was? Der perfekte Gastgeber. So, den nehmen wir mit. Ich sollte die Laute ihrer Besitzerin zurückbringen. Okay, machen wir doch. Untersuchung haben wir schon. Gut. Findet Musikanten in dir. Indria. Ich frage mich, ob ich hier gerade hier so runterhüpfen kann. Warte, ab. Hier, so. Hier. Guck mal, die Dude. Und guck mal hier. Na, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Hälfte vergessen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wir müssen da lang. Die Frage ist, kommen wir jetzt da runter? Können wir hier irgendwo runter? Ne, warte mal, wir müssen da lang. Ich guck mal, ob ich da runterhüpfen kann. Wenn ja, dann wäre das natürlich ein Träumchen. Kann man dazu sagen? Stimmt. So, dann werden wir uns weiter nach Süden begeben.
mal an. Wenn wir doch da weiterkommen. Wir sind doch da drin gegangen, oder? Ach ja, und dann habe ich gesehen, dass es nach oben geht. Und dann bin ich außenrum hier. Naja. Naja, kannst du nix. Ja, mal ein Schlückchen trinken. Ich hatte da heute Döner, du. Oh, heute war der Chef nicht da. Naja, ziemlich freundlicher Typ. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Na, guck mal, hier war vorhin Eisenerz, ne? Da ist auch nochmal was. Hickory! So, und dann würde ich sagen, erstmal hier auf den Weg zurück. Und da... Und dann? Die Quelle der Schemen entdeckt. Dann können wir da mal rein und eventuell kann ich auch gleich mal hier Zeugs wieder verwursten. Oder? Hä, wo ist denn der Eingang hier von dem Ding? Ach, diese too many irgendwas. Too many informations. Wie kommt man da rein? Wie ist das denn? Oder muss ich hier... Guck mal, ich bring die mal kurz um da und dann gucken wir mal hier oben. Ob wir vielleicht eine Falltür haben oder sowas. Ihr freut euch also, ja, wenn ihr die hier umbringt. Ihr tanzt und macht und tut. Das ist doch... Ist das nicht hier so ein Dingens hier, wo man... Das ist doch so ein Platz, wo ich hier rein kann. Und eigentlich doch mein... Oder? Sehe ich das schon wieder falsch? Mensch, mach doch mal hier. Ist mir doch egal. Quelle der Schelm. Ihr wisst, was ich meine, ne? Hier, wo ich was herstellen kann. Aber wo ist denn hier der Eingang denn? Sehenswürdigkeit oder sowas ist doch nur ein Auge, oder nicht? Alter, du hast doch Lack gesoffen, oder? Oh, hier ist eine Truhe. Du hast da echt Lack gesoffen. Ach, hier ist das. Hier drüben. Ach, komm. Geh weg. Kann doch nicht dein Ernst sein, oder was? So, veredeln. Haben wir irgendwas, was ich hier... Ah, guck mal da. Ah, guck mal da. War noch irgendwas? Nee. So, analysieren. Brauchen wir... Haben wir nichts. Verwursten. Ja, haben wir was. Kriegen wir was raus hier. Oh, wir haben 22. Sehr gut. Immerhin. So. Was haben wir hier? Schneidertisch. Veredeln. Moment. Erstmal muss er sich kratzen. Ich muss noch meinen Basketball weiter gucken. Oh, Freunde, ich liebe Basketball. Ich liebe einfach Basketball. So, haben wir hier noch irgendwie was? Ich könnte das analysieren noch.
Ja, machen wir. Gut, da laufen jetzt 3 von 3. Und den Rest zotteln wir durch hier. Alles klar. Wo ist denn... Da. Das hab ich noch gesucht. So, analysieren. Haben wir da noch irgendwas? Ein Heilungsstab. Heilungsstab würde ich nicht. So, den behalten wir noch. Und den können wir schön verscherbeln. Warte mal, da haben wir doch hier diese Händlerin. Was haltet ihr von... So, Verkauf. Ja, hau mal das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das, das. Ja, ansonsten erstmal nichts weiter. Ach, das Gift hätte ich noch wegzotteln können. So, Freunde, wir gehen erstmal zu dem da hinten. Gut, haben wir doch schön hier geschafft. Warte mal. Und dann gucken wir mal. Wo die nächste... Ah, da ist die nächste Aufgabe. Okay. Habe ich jetzt schon den Wegpunkt hier entdeckt? Ja. Ne, jetzt haben wir den entdeckt. Wo ist denn hier? Da war doch irgendwo was. Hä? Hä, wo sind die? Die Aufgabe ist weg. Seht ihr das? Hier war doch eben gerade noch eine scheiß Aufgabe. Wo ist die hin? Die Aufgabe hin. Manchmal sind das Richtige und das Falsche dasselbe. Alter, wo bist du? Ihr seid in der schlimmsten Stunde nach Hatsch Uxit gekommen. Mhm. Deswegen bist du hier mal da, mal nicht? Wo bin ich hier? Hatsch Uxit ist ein Ort, der aus der Zeit gefallen scheint. Eine uralte argonische Siedlung, die aus Schwarzmarsch in dieses Reich des Grauens verpflanzt wurde. Wir kennen eure Aufgabe in Kalthafen und wir würden euch gerne helfen, aber leider ist mein Volk gespalten. Worüber gespalten? Gespalten über das Schicksal unseres Histbaums. Doch unsere Tradition verlangt, dass ihr erst unsere Prüfungen besteht und euren Wert beweist, ehe ich euch all unsere Geheimnisse preisgeben kann, Außenseiterin. Bitte geht diesen Weg zur Stadt hinunter. Oh. Ich werde euch folgen. Okay. Entscheidet über das Schicksal. Okay. Die Weisheit der Ewigkeit. Der Doofe ist jetzt... Wir sind schon bei 24 Minuten. Wenn ich jetzt hier anfange, dann schaffe ich doch wieder ja nicht. Ich habe es euch gesagt, Xuanil. Wir werden der Außenstehenden nicht helfen, während unsere Fraktionen sich weiter über das Schicksal unseres geliebten Histbaumes streiten. Die Außenstehende ist angekommen an Jensakar. Genau wie der Hist es vorausgesagt hat. Vielleicht könnten wir endlich unseren Streit beilegen und tun, was am besten für den Hist und für Nirn ist. Wir werden sehen, Baumhirtin. Wir werden sehen. Wer ist er denn? Wir stimmen bei vielen Dingen nicht überein, Außenseiterin. Aber es läuft doch alles auf Folgendes hinaus. Unser Histbaum stirbt. Bah! Ich werde nichts mehr sagen, bis ihr die Prüfungen von Körper und Geist abgelegt habt.
Wir sollen das nackig machen. Könnt ihr uns helfen, Außenseiterin? Werdet ihr die Prüfungen ablegen? Erzähl mir doch erstmal was über diese Prüfungen. Es gibt zwei Prüfungen, die jeweils so angelegt sind, dass ihr euch einer der beiden Fraktionen hier in Hatsch Uxit beweisen könnt. Die Prüfung des Geistes und die Prüfung des Leibes. Die eine soll eure ungreifbaren Tugenden auf die Probe stellen, die andere eure körperlichen Eigenschaften. Was ist die Prüfung des Geistes? Die Prüfung des Geistes besteht darin, dass ihr den Gelehrten von Hatsch Uxit euren Wert beweist. Sie ist eine Herausforderung für euren Geist, um festzustellen, wie stark er ist. Was ist die Prüfung des Leibes? Die Prüfung des Leibes besteht darin, dass ihr Anjen Sakar und seiner Fraktion der Krieger euren Wert beweist. Ich bin sicher, dass es irgendwie um eine Zurschaustellung eurer Kraft und eures körperlichen Geschicks gehen wird. Was stellen diese Prüfungen fest? Durch das Bestehen der Prüfungen werdet ihr unseren beiden Fraktionen euren Wert und eure Fertigkeiten unter Beweis stellen. Dann könnt ihr an der großen Debatte teilnehmen, die unsere Gemeinschaft schon seit so langer Zeit spaltet. Seid ihr bereit, diese Prüfungen abzulegen? Jo. Möchtet ihr mit der Prüfung des Geistes beginnen? Jo. Diese Prüfung bestimmt darüber, ob euer Geist den Geist meines Volkes verstehen kann. Wir legen viel Wert auf Mut, denn durch ihn können wir uns den Schrecken dieses Reiches stellen. Auf Ausdauer, denn sie erlaubt es uns, seine Strapazen zu überstehen. Und auf Bewahrung, denn durch sie bleiben unsere Traditionen lebendig. Mut, Ausdauer und Bewahrung, ich verstehe. Nehmt diese Amulette und sprecht mit den Leuten auf der Südpyramide. Gebt jedes dieser Amulette an eine Person, die sein spirituelles Wesen am ehesten verkörpert. Für jedes richtige Paar aus Amulett und Person erhaltet ihr einen Edelstein. Wozu dienen die Edelsteine? Die drei Statuen oben auf der Pyramide stellen die Herausforderungen dar, vor die unsere Tugenden gestellt werden. Bringt die Edelsteine an den richtigen Statuen an, um das Überwinden dieser Herausforderungen zu symbolisieren. Trefft mich dann am Fuß der Pyramide, sobald ihr die Prüfung abgeschlossen habt. Alles klar, Freunde. Ich mache an der Stelle aber erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge bei den Prüfungen wieder. Und bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.